mitten in Belgrad. An einem eigentlich recht schönen Stückchen Ufer zwischen Donau und Save, Belleville genannt, das schöne Dorf, es ist reiner Zynismus. Belleville ist ein riesiger Slum, vor allem von Roma bewohnt. Zwei Welten in unmittelbarer Nachbarschaft. Über die Europastraße E75 fließt der Verkehr von Südosteuropa nach Norden. Von der Türkei aus quer durch den Balkan. Es ist auch der Weg der Roma, als sie einst aus Indien nach Europa kamen. Mittendrin Dragan. Dragan nennt sich Zigan, Zigeuner, auch wenn sie in Serbien offiziell Roma genannt werden. Er ist Zigan, bleibt Zigan, sagt er. Seit seinem 7. Lebensjahr ist er hier. Ein Leben in Armut, in Hoffnung, meist enttäuschter Hoffnung. Es sind an die 200.000 allein in Serbien. In ganz Südosteuropa dürften es 2 Millionen sein oder mehr. Europas größte Minderheit. An diesem Tag ist St. Georgstag, ihr Schutzpatron, ihr Feiertag. Man hört es an der Musik, Balkan, Gypsy, Turbo, Folk. Irgendwo schlecht zusammenkopiert, abgespielt von einer alten Kiste, der Strom kommt von den Straßenlaternen nebenan oder gleich aus den Oberleitungen. Lebensgefährlich, aber Musik muss sein. Es ist lustig hier, jedenfalls an diesem Tag, es ist aber gleichzeitig furchtbar. Furchtbar arm, furchtbar unmenschlich hier im Slum. Heute feiern sie auch die Ankunft des Frühlings. Da kommt ein Lamm auf den Spieß. Ohne das geht es einfach nicht. 50 Euro hat es gekostet. Dafür haben sie über eine Woche gearbeitet. Altpapier-Business. Dragan Stankovic, 21 Jahre alt, ebenso wie seine Frau Sanja. 2 Kinder haben sie schon, Christian und Nenad. Das meiste von dem wenigen Geld aus dem Verkauf von Altpapier geht für die Medikamente und Babynahrung drauf. Die Familie, die Kinder, sie sollen nicht darben. Die kleine Welt seiner jungen Familie. 5-6 Quadratmeter, das ist ihr Haus. Im Winter bittere Kälte, im Sommer brütende Hitze unter den Kartons und Zeltbahnen. Viele Kinder sterben jung. Vielleicht ein Drittel der Kinder wird zur Schule gehen. Viele werden von den Eltern lieber an die Ampel geschickt, das heißt Autoscheiben putzen, betteln. Zoran nebenan ist gerade aus Belgien zurückgekommen. Er hatte dort versucht, politisches Asyl zu bekommen. Belgien, besser noch Schweden, gelten als heißer Tipp für Asylbewerber. Während des an sich aussichtslosen Verfahrens gibt es Überbrückungshilfen. Manche Familien leben monatelang davon. Sprechen wollen sie darüber nicht, nicht vor der Kamera. Raus aus dem Slum, rein in ein normales Leben, einfach ist es nicht. Ich habe kein einziges Dokument, keinen Personalausweis, nur eine Geburtsurkunde. Obwohl ich in Belgrad geboren bin, habe ich sonst nichts. Und die anderen? Manche haben Papiere, deren Kinder gehen auch in die Schule, die anderen haben überhaupt keinen geregelten Status. Kümmert sich jemand um euch? Niemand kümmert sich um uns. Wenn sich der Staat um uns kümmern würde, sähe es ganz sicher anders aus hier. Neulich sind 6 Baracken abgebrannt. Man hatte uns Hilfe versprochen. Niemand half aber. Ein bisschen gab es da was für den Tagesbedarf der Familie. Brot, Wurst aus der Dose. Das war's. Ein halber Quadratkilometer, 350 Bruchbuden, Kartonhäuser, ein paar echte Häuschen, 800 Menschen dürften hier zurzeit wohnen. Ein Großteil der Roma-Siedlungen gilt als eigentlich unbewohnbar. Kein Wasser, keine Kanalisation, keine Toiletten, kein Strom, jedenfalls keinen legalen. Normale Arbeit ist die Ausnahme. Fuck!
Ja, als Bauarbeiter habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Das geht aber nur schwarz. Das will ich nicht mehr. Ohne Anmeldung gibt es keinerlei Schutz. Sie zahlen oder sie zahlen auch nicht. Das habe ich mehrmals erlebt. Mit Papieren ist es ein sicherer Job. Da wird man nicht so betrogen. Manche sind geboren hier. Die anderen kommen aus Kroatien, Bosnien oder vor allem aus dem Kosovo. Vertrieben und geflohen in den jugoslawischen Zerfallskriegen. Sie finden, hier zu leben ist nicht unpraktisch. Kurze Wege zum Abfall der Geschäftswelt, dem Altpapier, den Lebensmittelresten im Müll. Zwischen 2 und 5 Euro holen sie pro Tag. Damit kommt er zurecht, sagt Dragan. Diese Wiese war Gazella, die Gazelle, ein Slum, genauso genannt wie die Brücke neben und über ihnen. Geräumt vor 2 Jahren. Die Menschen verdrängt an den Stadtrand. Immer wieder droht der Abriss der ganzen Siedlung, wegen schwerer hygienischer Mängel, so die Behörden. Am Stadtrand von Belgrad stoßen sie zusammen, die Welten, wie es ist und wie es sein könnte, wenn alle Seiten es nur wollen, die Menschen und die Gesellschaft und ihre Behörden. Eine Containerunterkunft gilt den meisten als Traum. Die Stadt macht's möglich. Wer einen Container hat, hat eine Anschrift, kann gemeldet werden, hat Zugang zu Gesundheitsdienst und Schule, bekommt dann sogar Sozialhilfe, kann den Teufelskreis durchbrechen. Es gibt auch Wohnsiedlungen. Soweit ist Dragan noch nicht, wird es vielleicht nie sein. Hier draußen ist auch sein Abnehmer zu Hause, eine Recyclingfirma. Über 500 Kilo Papier hat Dragan abgegeben, umgerechnet 20 Euro gibt es dafür. Dragan ist fleißig. Alle 3-4 Tage eine Ladung, nicht schlecht, meint er, wenn da nicht die Qual mit der Unterschrift wäre. Dragan ist nie zur Schule gegangen. Das Bildungsniveau wird immer schlechter, vor allem bei den Jüngeren. Ob sie nicht wollen, ob sie nicht dürfen, das Ergebnis ist gleich. Die UNICEF appelliert immer wieder an die Regierungen, alle Roma-Kinder hätten ein Recht auf Bildung. Besonders sie müssten gegen Diskriminierung, Ausbeutung, Gewalt und nicht zuletzt Kinderarbeit geschützt werden. Cengiz Pata im Frühjahr 2011. Das Dorf macht Schlagzeilen über Ungarn hinaus. Hässliche Schlagzeilen. Cengiz Pata hat viele Roma-Einwohner, viele Alteingesessene, einige neu hinzugezogene. Der Flecken ist ärmlich, es gibt Ärger. Es gibt inzwischen Konkurrenz unter den vielen sozial Benachteiligten, auch Feindschaften. Ungarn und seine Minderheiten, die Rechtsradikalen, haben diesem Thema ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Die Roma in Ungarn sind mit knapp 10% Bevölkerungsanteil die größte Minderheit. Längst sind sie sesshaft. Diskriminiert und ausgegrenzt sind sie noch immer, manchmal sogar akut bedroht, wie hier. In dem Land, das mit erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Problemen kämpft, wird wieder Politik mit Sündenböcken gemacht. Ein allgemeiner Rechtsruck in Ungarn sorgt dafür, dass solche Umtriebe durchaus auf Zustimmung stoßen. Selbsternannte Bürgerwehren wollen ihre Form von Recht und Ordnung in den Dörfern durchsetzen. Der Staat sieht sie an kriminellen und sozialpolitischen Brennpunkten als Ergänzung der eigenen Ordnungsmacht. Mit Rechtsradikalen hatte er offenbar nicht gerechnet. Die Polizei schaute anfangs zu. Erst Wochen später besinnen sich die ersten Bürgermeister und erstatten Anzeigen gegen die rechten Aufmärsche in Uniform. Genauso spät besinnt sich das Parlament und lässt das Tragen von Uniformen per Gesetz verbieten. Gemeint waren auch sie.
Für eine bessere Zukunft nennen sie sich. Ihre Parolen aggressiv und eindeutig gegen die Roma gerichtet. Roma-Familien fliehen, schicken die Kinder nicht mehr zur Schule, Bürgerkriegsstimmung kommt auf. Das Rote Kreuz spricht davon, dass es hier zum ersten Mal seit dem Weltkrieg wieder schutzbedürftige Zivilisten evakuieren musste. Es ist April 2011, auch im nordostungarischen Hejőszalonta demonstrieren seit Wochen rechtsradikale Bürgerwehren gegen sogenannten Zigeunerterror. Im März hat es einen Mord gegeben, für sie hier war klar, wer dahinter steckt, es war aber gar kein Roma-Einwohner. Die an sich vorbildliche Minderheitenpolitik Ungarns steht vor einer Bewährungsprobe. Zoltán Balogh sieht sich ganz in der Tradition der österreichisch-ungarischen Kaiserin Maria Theresia. Sie hatte schon vor 250 Jahren einen Beauftragten für die Roma. In Ungarn wurde damals allerdings mit brutalem Zwang integriert. Zigeuner-Staatssekretär nennen ihn manche, Integration, das heißt heute, neuen Arbeits- und Bildungsprojekte, 400 Staatsangestellte, das findet nicht jeder gut. Wenn wir das Problem auf der europäischen Ebene betrachten, dann reden wir über 10 bis 12 Millionen EU-Bürger, die ihre Plätze ändern können, die reisen dürfen. Für die die Reisefreiheit, die ein großes Errungenschaft der Europäischen Union ist, genauso gilt wie für mich oder für Sie. Sie können nach Frankreich, Sie können nach Deutschland, Sie können nach Italien. Und wenn Sie meinen, nicht glücklich zu werden in den Ländern, wo Sie geboren sind, dann werden Sie auch Ihre Plätze ändern. 9. März 2011 im Europaparlament in Straßburg. Auf Platz 514 sitzt Livia Jaroka. Livia ist Roma. Die Abgeordnete kann gerade einen kleinen Erfolg feiern. Sie bringt für Ungarn die Grundzüge einer europäischen Roma-Strategie ein. Ich bedanke mich vor allem bei meiner Familie, die es mir gestattet, an vorderster Front zu kämpfen in diesem Kampf. Einem Kampf, der am Ende ein Abkommen gebracht hat, zwischen 6 Parteien aus 27 Mitgliedstaaten und 5 wichtigen Arbeitsgruppen dieses Parlamentes. Daher glaube ich, dass wir eine klare Botschaft an die Kommission senden können, an den Rat und die Mitgliedsländer, dass mit uns gerechnet werden muss. Seit 2009 ist sie die einzige Vertreterin der Roma unter den ungarischen Abgeordneten. Rund 6.000 Roma-Vertreter gibt es in der Minderheiten-Selbstverwaltung, im Landesparlament aber zurzeit gar keine. Sie hat es immerhin zur Berichterstatterin der ungarischen Abgeordnetengruppe im Europaparlament gebracht. Das Leben als Politikerin. Auszüge aus ihrer Selbstdarstellung. Szenen aus ihrem Wahlkreis in Sopron, Szenen eines rudimentären Privatlebens. When I finished university, it was obviously tempting to stay at home with my daughter. But I always felt that I had things to do. And I think my husband realized this too. Eine Vorkämpferin, wie sie die Roma wohl noch nie hatten. Zahllose Verbände und Vereine haben sie inzwischen, sie haben eigene Parteien, aber nur ein Zehntel von ihnen geht zur Wahl. Sie bleiben Einzelkämpfer. See you on the train. See ya. Köszönöm, de jó. Jó, okay. Köszönöm, see ya.